Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft Dorf. Ich sehe gerade, es ist Nacht, deswegen legen wir uns erstmal pennen. Oh, ups. Weh, wollte ich nicht schreiben, nee. Ja, alleine, ich hatte eigentlich mal vor, mal wieder irgendwie mit einem der anderen beiden aufzunehmen, aber es ist gerade so, dass ich keine Parts mehr habe, aber ja, auch nicht wirklich viel Zeit, dass ich groß aufnehmen könnte, deswegen nehme ich jetzt auch nur den einen Part hier auf. Ich wollte eigentlich noch, habe ich dann Netherzeug da unten reingelegt, ich weiß es nicht mehr, ich habe schon länger nicht mehr aufgenommen. Ja, ich habe nicht sonderlich viel Zeit, deswegen kann ich jetzt auch nur diesen einen Part hier aufnehmen und für einen Part lohnt sich's nicht groß, sich damit irgendwem zu verabreden. Wo habe ich das denn rein? So Spezialitems? Gartenzeug wohl nicht, sonstige Gesteinsarten möglicherweise, nee. Ich gehe jetzt einfach alle Kisten hier mal durch, aber ich glaube, das sieht schlecht aus. Aber ich habe doch so ein Nether-Zeug abgebaut, oder nicht? Ich meine mich da schon dran zu erinnern. Achso, nee, das habe ich alles verbaut, stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Das habe ich natürlich alles da unten reingebaut. Der Turm hier, oh, der übrigens nochmal ein bisschen höher wurde, habe ich das Gefühl, ist übrigens von Die Pointe. Und der hat hier auch noch ein paar Bücherregale hingestellt. Bücherregal sponsert. Boah, ey, Patrick. Die Pointe und Patrick. Ja, mein AG. Naja. Und hallo, Pigman. Wie kommst du denn hierher? Die Sache ist die... Ja, er hat den Weg hier ein bisschen umgebaut, glaube ich. Ich meine, das musste er gewesen sein. Und das Ding ist halt, der ist nur eins breit. Das Nether-Portal ist aber hier halt zwei breit. Deswegen ist das Ganze ziemlich asynchron. Was wiederum nicht so cool aussieht. Deswegen... Sollten wir das Nether-Portal vielleicht sogar 1-2 rüber verschieben, dass wir hier eine doppelte Treppe machen können, aber das ist halt wieder so viel Arbeit und ich weiß nicht, ob ich mir die machen will. Bestimmt irgendwann. Ja, doch, vielleicht gehen wir das irgendwie an. Auch wenn es dann cooler wäre, wenn wir jetzt zu zweit wären. Das ist ein bisschen... Hä? Wieso steht hier ein Villager drin? Was ist denn los mit der Hölle draußen? Bei uns stehen Pikmin rum. Hier stehen Villager. Also irgendwas ist mit der Welt hier verkehrt. So. Ich baue hier jetzt einfach ein bisschen so Zeug ab. Nach einer Festung wollten wir nämlich auch zusammensuchen eigentlich. Denn das ist ja mal ein bisschen gefährlich mit Lohnen und so weiter, die einem anfackeln wollen. Und es ist schon ein gefährliches Leben hier in der Hölle. Da muss man nur einmal zu weit graben und schon kann das Böse enden. Diejenigen, die von euch beispielsweise Varo geschaut haben, wissen, da kann auch dem Besten in der Hölle mal Schlimmes widerfahren. Ich spiele jetzt hauptsächlich auf Stegi an, der ja beide Male in der Hölle verreckt ist. Ja, schon stark. So, ich glaube, ja, wir haben schon über einen Stack, das sollte fast... Na, wobei, wenn ich den gesamten Raum auskleiden will, brauchen wir, glaube ich, echt ein bisschen mehr. What? Wo kommst du denn auf einmal her? Pow! Hat er irgendwas Cooles gedroppt? Aus Erfahrung? Nee, natürlich nicht. Ich meine, wir müssen es ja nicht gönnen, ach Gottchen. Ich bin ja so ein scheiß Opfer. Okay. Das sollte jetzt wirklich erstmal reichen. Achso, ich kann gar nicht auf E gehen, wenn ich im Portal stehe. Ich wollte jetzt schon die Zeit nutzen und das ins Inventar tun, aber es ging nicht. Kann ich euch eigentlich töten und seid ihr dann in der Hölle sauer auf mich? Ich hab keine Ahnung. Ich mach's mal lieber nicht. Nicht das, weil die Typen, wenn man die angreift, machen die echt so extrem viel Schaden. Das ist ein bisschen krass. Das möchte ich eigentlich nicht, dass ich jetzt gekillt werde mit meinen 28 Leveln. Wäre das nämlich ein bisschen traurig. Aber das ist jetzt ein kleines Problem. Ich muss sie doch töten. Und sie greifen mich an, zumindest der hier. Wir können ja gleich mal in die Hölle schauen und gucken, ob die mich da jetzt auch angreifen. Die hier wollen mich auf jeden Fall, was nicht gut ist. Das war vielleicht echt ein Fehler, aber wie hätte ich denn sonst da jetzt die Sachen bauen sollen? Also die können, ich weiß nicht, können die springen? Ja okay, einen Block können sie wohl schon hoch, aber das war mir jetzt zu blöd darauf zu warten, um ehrlich zu sein, deswegen, naja. Oder will ich hier die Wand hinziehen? Eigentlich muss man hinter dem Portal ja nicht lang. Dann kann ich es auch direkt hier hin machen. Warum dann sinnlos einen größeren Raum aushöhlen?
Generell war ja mal der Plan, dass wir hier hin, also noch ein Stockwerk drunter machen, wo dann Amboss und so ein Zeug hinkommt. Wie es mit den Plänen steht, weiß ich jetzt nicht, weil ich mich mit denen schon lange nicht mehr abgesprochen habe. Insgesamt, ich glaube, also wenn ihr bei Marcel ab und an schaut, also Voltokind, dann dürftet ihr bemerkt haben, dass da derzeit keine Folgen kommen. Zumindest habe ich schon länger keine mehr bei ihm gesehen. Bipointe meinte, er hatte nicht so Lust derzeit, aber das wird sich wahrscheinlich auch irgendwann dann wieder ändern. Deswegen ist das hier gerade, zumindest derzeit, ein Zwei-Mann-Server sozusagen. Es wurden übrigens auch ein paar Plugins, hat er installiert, mit denen man beispielsweise die Kisten sichern kann und so. Ja, mache ich, aber werde ich jetzt nicht groß in Benutzung nehmen, weil ich meine, wir sind zu zweit oder höchstens zu dritt auf dem Server und ich vertraue den beiden mal, dass die sich nicht alles aus meinen Kisten snaggen. Ich denke, mit dem Vertrauen bin ich da nicht fehl am Platz. Ja. Dass die Decke nicht zu hoch wird. So hoch wie das Portal, mehr höher muss die echt nicht. Ich hasse es, wenn Leute in Häusern oder so richtig hohe Decken haben. Ich finde das immer echt sehr, sehr unwohnlich und so. Dann mache ich das lieber ein bisschen hier. Ja, eine Kammer, dass die Leute mit Klaustrophobie direkt wegrennen oder so. Ist das hier... Kommt man da durch? Ja, da kommt man durch. Ich dachte gerade, das wäre... Scheint mir ein bisschen eng, der Ausgang. Habe ich jetzt noch was? Nein, natürlich nicht. Ich wollte, wisst ihr, ich wollte noch das, das, das und das. Jetzt muss ich doch in die Hölle nochmal. Und da werden wir jetzt dann auch gleich sehen, ob mich die Pikmin angreifen. Oh, ja, geil, ich kann mich nicht bewegen, weil es laggt, wenn ich in die Hölle komme und sie greifen mich an. Das ist jetzt sehr ungünstig. Ich will nur was abbauen, ich will nur was abbauen. Zum Glück kann ich mit meinen PvP-Skills natürlich glänzen. Das ist jetzt ein bisschen traurig, denn wenn die anderen jetzt in die Hölle kommen, könnte es durchaus der Fall sein, dass die dann auch direkt angegriffen werden. Dann tut es mir an der Stelle schon mal leid. Aber irgendwann, ich glaube, wenn man den Server lieft und so weiter, dann sind die auch irgendwann nicht mehr aggro auf einem. Der da kommt jetzt aber schon wieder an. Das gefällt mir nicht. Da hinten ist auch schon wieder einer. Und mein Schwert ist gleich kaputt. Fuck. Ich muss hier raus. Schaffe ich das zeitlich? Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich muss erstmal alle, die hier im Umkreis stehen, abräumen. So, jetzt dürfte es funktionieren. Ach nee, das ist der Villager, ey. Ich dachte schon, da kommt einer noch. Ui, ui, ui. Actiongeladene Folge. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So. Ich glaube, das reicht dann auch. Oder soll ich das hier auch noch alles mit dem Zeug zuballern? Eigentlich sieht es halt nicht so geil aus, zumindest bei mir, ohne Texture Pack. Aber dann weiß man halt schon, wo man hingeht und so. Ja, ich weiß es nicht, ey. Da sollte auf jeden Fall noch Holz hin. Habe ich noch Fichten? Ich habe sogar Fichtenholz. Wieso habe ich denn Fichtenholz überhaupt? Zum Glück habe ich es, aber warum? So, perfekt. Okay, dann machen wir den Runterweg hier auch mal noch ein bisschen schicker. So. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Wenn die sich hier gerade so anbietet. So. Ich nutze das Ganze hier, wie gesagt, so ein bisschen als Entspannung. Ich habe nämlich heute Informatik geschrieben und morgen schreibe ich Mathe. Ich habe auch gleich noch Nachhilfe, weswegen ich nicht viel Zeit habe und ich lerne auch so natürlich noch ein bisschen. Deswegen etwas viel los, aber da ich gerade erst nach Hause kam und mir dachte, hey, jetzt machst du mal 15 Minuten Pause und nimmst ein Part auf, dann geht das, denke ich, schon klar. Oh, jetzt habe ich da eine Fuckel abgerissen. Es tut leid. Achso, die muss ich sowieso gleich nochmal... Oh Gott! Mich selbst angefackelt, weil ich falsch durchgescrollt habe. Okay, wir haben sogar noch ein Ersatzschwert dabei gehabt. Hätten im Notfall, wie auch immer, bla, ich kann kein Deutsch. So. Ah, dafür reicht der Stein aber wieder nicht, glaube ich. Das werde ich dann aber wann anders noch fertig ausbessern. Oder? Oder ich mache es halt doch mit Holz. Aber jetzt habe ich das hier oben auch schon so gemacht.
Und es sieht gar nicht so kacke aus, wie ich dachte. Ja, okay, schon, aber... das muss ja niemand wissen. So, was ist das hier eigentlich? Ort? Mülldeponie. Ja, mitten in der Stadt so eine scheiß Mülldeponie, wo man die Sachen verkokelt. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, gesund und so. Oh, das war eng. Ich habe schon vorsichtshalber halb geblockt. Wir könnten mal unser Weizenfeld noch abernten. Und die Kühe nochmal vermehren, denn... Wobei, ich glaube, da müssen noch relativ viele sein. Ja, das Weizenfeld mache ich auch nur weg, um eben die Kühe zu füttern. Und ich glaube, da reichen 40 schon aus, weil... Ja, sich Brote zu machen, die bringen nicht so viel Essen und es dauert also länger, das Essen zu beschaffen. Wobei man das... Ja, das Fleisch muss man ja braten, aber ich glaube, das geht trotzdem schneller und... ist besser. So. Ach komm, die kann ich auch hier reinwerfen. Wenn ich das nächste Mal wieder ernte, kommen da ja ganz viele neue Samen raus und so. Zack, einfach alle mal dick füttern. Oh nein. Nein, ich will hier rein und ein paar snacken. So, sterbt alle durch mein Schwert. Oh nein, ich habe eine Babykuh getötet. Die gibt eigentlich gar nichts. Nein, nein, nein. Ich kann nicht mehr mit meinem Gewissen leben. Und die Diaspitzhacke ist ja fast down, fällt mir da gerade auf. Das ist ungünstig. Ja, lege ich den ganzen Stuff hier wieder rein. So, Granit haben wir noch. Ja gut, das räume ich jetzt nicht auf. Was wollen wir denn eigentlich noch machen? Holz könnte ich farmen, dass wir das Dach weitermachen können. Mhm. Ich glaube, das wäre eine Idee. Habe ich jetzt eigentlich... Was ist das denn hier? Warum ist hier so ein kleines Loch? Ach, weil das hier eine Ecke ist. Aber warum ist das eine Ecke? Fragen über Fragen. Jetzt müsste es eigentlich stabil sein. Hey. Zumindest besser als gerade. Und ja, wir gehen ein bisschen Birkenholz farmen. Denn in den 2 Minuten oder so, die noch übrig bleiben, können wir jetzt sowieso nicht mehr sonderlich viel machen. Ansonsten erzählt ihr doch mal, habt ihr schon Ferien oder so mittlerweile? Ja, bei ein paar dürfte es noch so 1-2 Wochen vielleicht nur noch dauern. Ich habe, wie gesagt, noch Klausurenphase und... Ja, das ist ein bisschen traurig und ich muss auch noch einen Vortrag machen. Das ist auch ein bisschen traurig, weil damit habe ich noch nicht sonderlich groß angefangen und das nimmt dann doch immer relativ viel Zeit in Anspruch. Letztendlich zählt das wie eine Arbeit halt, aber die Zeitinvestition, die man da reinmacht, ist eigentlich so im Vergleich gesehen zu dem, was man für eine Arbeit lernt, ziemlich dumm. Naja, also weil man da halt extrem viel Zeit rein investiert. Naja. Ich muss sagen, das letzte Mal, also... Ich habe vor kurzem erst einen Vortrag gemacht, weil ich habe zweites Halbjahr gelegt irgendwie, weil dumm und so. Und da muss ich sagen, das hat sogar relativ Spaß gemacht. Insofern ein Vortrag Spaß machen kann, ist bei mir eigentlich überhaupt nicht der Fall, weil ja, ich bin zwar nicht wirklich aufgeregt, aber mein Körper empfindet das so und denkt sich dann, dir muss es scheiße gehen. Da habe ich immer gar keine Lust drauf, aber diesmal ging das ganz gut klar, so. Zack. Snacken wir uns noch ein bisschen Steaks und dann sind wir soweit auch schon wieder fertig mit der Folge, leider. Es geht immer schnell rum. Und, wo ist Monster Loot? Habe ich das überhaupt irgendwo? Ich glaube, das habe ich gar nirgends. Nein. Außer bei Spezialitems. Oh, ups, untere Kiste. Ja, okay, da sieht es doch schon eher danach aus. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn wir, denke ich, beim Dach ein bisschen weitermachen. Bis dann und ciao.